Melpignano liegt ungefähr in der Mitte der Provinz Lecce und ist eine der Gemeinden, die der sogenannten ellenophonen Grecia Salentina angehören. Die Ortschaft wurde in den letzten Jahren dank des Concertone della Notte della Taranta, populäre über die nationalen Grenzen hinaus bekannte Musikveranstaltung der sogenannten salentinischen Pizzica, bekannt. Melpignano gehört zum Club dei Borghi Autentici d'Italia, Club der schönsten Ortsmitten Italiens, und zur Associazione Comuni Virtuosi, Verein umweltfreundlicher Gemeinden. Die Schlichtheit der Altstadt und der Denkmäler, die kulturelle Vitalität und die Gastfreundlichkeit der Gemeinde von Melpignano ziehen jedes Jahr tausende Besucher an. Die Landwirtschaft, die jahrhundertelang der Gesellschaft von Melpignano einen Vorsprung gegeben hat, zeigt sich noch heute in den weiten Olivenhainen. Es gibt eine Synergie zwischen dem landwirtschaftlichen Anbau und der ländlichen Architektur, sowie zum Beispiel die Trockenmauerwerke und die sogenannten Bajare, bäuerliche Steinhäuser. In diesen vom Grün umgegebenen Flächen kann man noch heute wichtige Gebäude bewundern, die der alten landwirtschaftlichen Gesellschaft verbunden sind. Beispielhaft ist die Masseria San Loi. Eine Masseria ist eine Art bewährter Einsiedlerdorf des heiligen Eligius aus dem Jahr 1576. Auf der Fassade sind die typischen Merkmale der Verteidigungsbefestigung noch gut sichtbar, sowie zum Beispiel die typische Pechnase über dem Haupteingang. In der Nähe des Gebäudes ragt sich noch heute der Taubenturm gegen Himmel, die in der Vergangenheit für die Fleischversorgung und die Guarno-Ernte verwendet wurde. In den Ländereien Richtung der naheliegenden Ortschaft Corsi finden sich zahlreiche Steinbrüche. Im Fachjargon nennt man sie Tagliate und seit Jahrhunderten baut man hier das Rohmaterial des Lecisosteins für die wichtigsten salentinischen Denkmäler und Skulpturen ab. Der sogenannte Pietralecese ist ein kalkhaltiges Muttergestein und stammt aus der Zeit der Miozens, als das Gebiet des Salentos teilweise vom Wasser bedeckt war. Dank der Schlichtheit der Verarbeitung dieses Steins hat sich der Leceser Barock im ganzen salentinischen Gebiet verbreitet. Nicht von ungefähr werden die meisten Gebäude der Altstadt von Melpignano von den auserlesenen barocken Skulpturen aus Lecisostein hervorgehoben.